Hallo, liebe Akkordeonfans. Meine Leser wissen, dass ich eine Reihe sehr beliebter Bücher geschrieben habe, die dabei helfen, mit Freude und möglichst leicht Musik zu lernen und besser zu verstehen. Jetzt, in den letzten Monaten, habe ich an einem Riesenprojekt gearbeitet, ein Video-Workshop für Akkordeonspieler rund um den Swing von Django Reinhardt. Wieso Django Reinhardt? Der war doch Gitarrist. Aber Django und seine Musik haben, um es mal kurz zu sagen, uns Akkordeonisten in Europa als Erste den Jazz gebracht. Hier will ich euch kurz zeigen, worum es in meinem neuen großen Video-Workshop-Projekt geht. Natürlich geht es erst einmal um den Swing-Rhythmus, wie ihn Django Reinhardt spielt. Es geht auch um einige besonders schöne Kompositionen von Django und darum, wie man sie auf dem Akkordeon spielen kann. Es soll aber auch darum gehen, dass du die Fähigkeiten freier Musiker trainieren wirst. Du wirst einfache Melodien ohne Noten einprägen, du wirst Akkordgriffe in der rechten Hand auf den Tasten einsetzen und du wirst einiges darüber erfahren, wie man eigene Improvisationsteile, eigene Chorusse aufbauen kann. Auf meiner Website erfährst du, wie du Zugriff auf dieses Material bekommen kannst. Du kannst den Link nehmen, der im Begleittext zum Video steht, oder der Infokarte hier oben folgen. Hier will ich jetzt mit dir einen kurzen Streifzug durch den Inhalt der vielen Videos machen. Kapitel 1 dreht sich um den druckvollen Hot Jazz Rhythmus von Django. Wie kann man ihn auf dem Akkordeon umsetzen? Im Kapitel 2 zeige ich dir eine einfache Melodie für diesen Rhythmus, ganz ohne Noten. Du sollst sie aus dem Gedächtnis spielen. Gerade für Leute, die sonst nur Notenzeichen abspielen dürfen, ist das eine spannende Erfahrung. Außerdem lernst du die Begleitakkorde für die rechte Hand kennen. Um es flüssig üben zu können, bekommst du natürlich auch eine Play-Along-Aufnahme zu diesem Stück. Im dritten Kapitel wirst du aus den Akkorden eigene kleine Improvisationsmotive ableiten. Im sehr langsamen Blues-Timing kann man das Feeling für diesen Groove noch einmal sehr intensiv vertiefen. Darum gehört das vierte Kapitel dem Blues. Im fünften Kapitel stelle ich dir ein weiteres einfaches Thema zum Auswendigspielen und Improvisieren vor. Natürlich bekommst du zu allen wichtigen Stücken und auch zu diesem Stück eine Play-Along-Begleitaufnahme. Im Kapitel 7 stelle ich dir eine der bekannten Originalkompositionen von Django Reinhardt vor. Und du wirst sogar Djangos Original-Gitarrensolo über dieses Stück in Zeitlupe im Transkript anhören und ansehen können. Zwei weitere bekannte einfache Songs aus dem Hot Jazz Repertoire geben dir neue Herausforderungen zur Improvisation. Du siehst, wir haben zwei Akkorde, die Tonart sprengen. Die sind nicht zur F-Dur-Tonleiter zugehörig, sie sind, wie man sagt, nicht leitereigen. Wir schauen uns einfach mal die Akkorde an. Und im Anschluss daran siehst du dann mein eigenes Trio bei der Performance des Hot Jazz Klassikers
zu Georgia Brown. Für Fortgeschrittene dann das Highlight. Kapitel 9 stellt 4 der schönsten Originale von Django Reinhardt vor. Ja, soweit der Überblick im Schnelldurchlauf. Das ganze Paket enthält fast 3 Stunden Videomaterial. Ja, wir haben das mal durchgespielt. 10 Unterrichtsstunden im Einzelunterricht würden vermutlich vorn und hinten nicht reichen, um dir alles das zu vermitteln, was du aus diesem Workshop und mit diesem Material lernen kannst. Und natürlich gibt es bei mir keine Monatsgebühren. Wenn du dein Passwort erwirbst, bekommst du lebenslangen Zugriff. Alles Weitere erfährst du hier auf meiner Website. Oben ist die Infokarte mit dem direkten Link. Ansonsten, du bist immer willkommen, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns. Bis dann und erstmal tschüss.